Ach ja, das Jahr 2019 war, also ist, noch ist es, bald ist es nicht mehr. So ist es. Es war eigentlich schon ein ziemlich krasses Jahr. Meine Views haben sich verändert, ich habe mich verändert, aber irgendwie ist doch alles gleich geblieben. Aber wir müssen erstmal ein bisschen zurückspulen. Let's rewind! Eigentlich müssen wir jetzt in das Jahr 2017 zurückreisen. Denn zu Weihnachten habe ich das hier bekommen. Wir haben uns einen Fernseher gekauft, Feuer gemacht. Wir waren im Tesla-Store. Ich habe ein paar Tutorials gemacht, ein paar Comedy-Videos, auch eine Animation. Ich hätte da ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst. Und das ist dann auf Instagram ein bisschen viral gegangen. Fand ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Nicht ganz so viel wie auf TikTok, aber war damals noch recht viel. Die letzte Staffel von Game of Thrones kam raus. Ich habe ein über 40 Minuten langes Comedy-Video gemacht. Er will die Menschheit ausrotten. Wir müssen ihn aufhalten. Wir haben den Truppen umgebaut. Ich habe hier ein Praktikum gemacht, da kann man mich sehen. Ne? Profi-Praktikant war ich. Dann waren wir im Urlaub auf Porto Santo. Und dann ging es erst richtig los. Die Nummern sind nach oben gestiegen und als Special habe ich einen Song gemacht. Kein Sinn ergeben, aber ist egal, denn solange ich rappe, ist alles halt egal. Da war ich draußen im Garten. Ich habe den Rasen gemäht. Gleichzeitig habe ich angefangen, auf TikTok zu posten. Und das ging ab. Ich habe dann fett TikTok zugespammt und einen zweiten Kurzfilm gemacht. Tja, und jetzt habe ich in ein paar Monaten über 600 TikToks gepostet und YouTube läuft trotzdem nicht. Immer hier. Eigentlich hat sich nicht so viel verändert. Ich mache immer noch kein Geld, das heißt, die Videos sind nur noch scheiße. Aber das fucking Jahrzehnt kommt zu einem Ende. Das Jahrzehnt hat einfach fucking ein bisschen mehr als nur ein Jahr. Sonst sind halt 10 Jahre. Deswegen ist das ein bisschen mehr als ein Jahr. Also was hält das nächste Jahr und das nächste Jahrzehnt jetzt bereit? Schreib mir mal deine Pläne oder deine Vorsätze oder deine Pläne. In die Kommentare. Und dann kannst du mal irgendwann zurückschauen. Ich will auf jeden Fall mehr mit anderen Leuten kollaborieren. Das ist schon das Ziel. Und das Zeug da verkaufen vielleicht auch noch. Also wenn du jetzt bei einer Reise joinen möchtest, kannst du ein Abo da lassen. Und ich sehe richtig hässlich aus, Digga. Und du kannst hier auch gehypt sein. Wir fahren nach Wien auf EK. Vielleicht verdiene ich auch mal ein bisschen Geld, damit ich ein bisschen Geld in die Video stecken kann. Wie du jetzt gesehen hast, ist hier ein anderes Video von mir. Oder du kriegst woanders drauf.